Hallo. Ja, war klar. War klar. Die Folge geht los. Ich habe extra hier Pause gemacht. Und schon höre ich den Hausmeister. Wir sind ja ganz am Ende. Ja, gut, wir hätten jetzt wenigstens noch hier die Tür. Also, wenn ihr nach meiner letzten geschnipselten Folge immer noch dabei seid. Daumen hoch. Es ist so unfassbar schwer gewesen mit dem Brezel. Und auch jetzt weiß ich wieder nicht, was ich machen soll. Wir haben halt diesen Henkel gefunden. Also diesen Holzgriff, genau. Holzgriff wollte ich sagen. Und ich weiß aber nicht, wofür der sein soll. Also ich kann mir nicht vorstellen, da steht zwar unerreichbare Orte, da muss ich natürlich direkt an die Puppe da oben denken. Oder ja, Puppe ist eigentlich so aus Plastik oder so, die ist ja irgendwie so aus Holz, ne? So eine Statuette oder so. Und aber da sind ja keine Löcher im Regal oder so, dass wir das jetzt da so reinschrauben könnten und uns dann hochziehen könnten oder so, ne? Deswegen habe ich keine Ahnung. Ich habe schon wieder keine Ahnung. Was haben wir uns? Ich habe mir Wasser notiert, ich habe mir Klavierbank notiert. Aber diese Klavierbank, da müssen wir auch erstmal in den Raum, in den Klavierraum reinkommen. Können wir das Telefon abheben? Okay, schnell wieder auflegen, das kennen wir ja schon. Und es ist halt natürlich, ja, beschissen, wenn man nicht weiß, wo man hin muss, weil der Hausmeister die ganze Zeit einen nervt. Deswegen musste ich ja auch in der letzten Folge so viel schnipseln. Ja, und es geht schon wieder los. Und ich gehe schon wieder hier in so eine Ecke rein, wo ich dann nicht abhauen kann. Das ist eigentlich total unklug. Aber ja, gut. Jetzt dürfte er uns wirklich nicht entdecken. Bin halt, ich habe einmal was rausgeschnitten. Da bin ich, muss mal eben mein Handy ausmachen, sonst hängt mich das die ganze Zeit ab. So. Bin einmal in eine Ecke gelaufen. Ja, da hat er mich dann halt in der Ecke verprügelt. Genau, die Bilder hier haben wir ja auch noch, ne? Eigentlich dürft ihr die Türen hier gar nicht aufmachen. Das Licht ist aus. Wir crouchen. Das heißt, der hört uns gar nicht. Ja, in der Zeit können wir mal überlegen, wo wir hin laufen. Soll ich euch, okay. Wollt ihr euch gerade schon wieder volllabern? Mit irgendeinem uninteressanten Scheiß? Oder wir können auch ein Stück Kuchen essen, so lange oder so. So, was machen wir denn jetzt? Hier haben wir jetzt alles auf. Fehlt uns irgendwo ein Türgriff? Fehlt uns irgendwo ein Türgriff? Ich wiederhole mich. Der Raum war. Warte mal, da ist doch eine Werkstatt, ich Spacko. Das? Wieso komme ich darauf? Ich müsste. Hier in die Kunstwerkstatt, wenn hier ein Raum ist, auf dem Werkstatt steht. Das können wir ja noch eben erledigen. Vielleicht schneide ich das auch raus. Schneiden, schneiden, schneiden. Ich hätte nicht gedacht, dass ich bei White hier so viel schneiden muss. Obwohl Outlast war auch schon schlimm, glaube ich, ne, weil ich da so oft gestorben bin. So. Erstmal ausmachen, zumachen.
Dieses Ding ist das wahrscheinlich, ne? Mit den Schlüsseln. Ja, da kannst du Schlüssel reinlegen. Aber warum kann ich das Teil jetzt noch nicht benutzen? Ich habe doch schon einen roten Schlüssel. Und den kann ich mit keinem anderen Schlüssel kombinieren, oder was? Brauche ich noch so einen roten Schlüssel? Hier können wir nichts mehr machen. Dass das irgendein Bug ist oder so, ey. Ich habe jetzt voll Angst, dass ich irgendwo nicht weiterkomme, weil irgendwas verbuggt ist, so wie mit... Mich wundert das einfach mit den Bildern, weißt du? Und dann ist es nachher hier mit den Schlüsseln vielleicht auch oder so. Wir lesen uns nochmal kurz. Das war irgendwo ganz am Anfang gewesen. Da, bla bla. Der Schlüssel kombiniert und zerlegt werden können. Wir bitten bla 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 bla. Legen Sie zwei kleine Schüssel auf die Ablage, denn ein bereits kombinierter Schlüssel sich nicht weiter kombinieren. Legen Sie einen kombinierten mit den Schlüssel zu legen. Okay, ich glaube, es geht nicht mit diesen Schlüsseln hier, ne? Wir brauchen also wahrscheinlich hier noch einen roten, gelben, was weiß ich, was für Farben es da gibt, sondern ich habe gedacht, wir könnten hier diese vielleicht auch kombinieren. Hier Fundbüro-Schlüssel dann mit dem roten oder so. Aber das geht anscheinend nicht. Und es mich wundert, dass er nicht einen roten zumindest reinlegt. Aber wir können ja auch aus dem Menü heraus nichts machen. Okay, hier mache ich erstmal wieder einen Cut und dann gucke ich mich wieder alleine um. Ich hätte mir vielleicht mehr Notizen machen sollen. Dann wüsste ich jetzt vielleicht, wo ich den Türgriff zum Beispiel benutzen müsste oder so. Keine Ahnung. Wir sehen uns gleich wieder. Ach, Leute. Ich weiß zwar immer noch nicht, was ich machen soll, aber das Spiel, es macht mich so fertig. Ich bin jetzt gerade, ich habe jetzt hier gerade nochmal alles abgesucht in Hauptgebäude 1, will in Hauptgebäude 2 rüber und wieder mal, nicht direkt vor meiner Nase, aber im Gang direkt vor mir, so direkt wieder der Hausmeister. Es ist so bescheuert gemacht einfach, entschuldige, aber... Es riecht mich mittlerweile so auf einfach. Diese Stelle ist wirklich super zum Kotzen einfach. Es kann nicht sein, dass du in das Hauptgebäude rüber gehst und er in dem Moment, und ich habe es echt jetzt schon zum vierten Mal oder so, und er in dem Moment in diesem Flur hängt. Es ist doch einfach so beschissen. Und du kannst da ja nicht im Kreis laufen, ne? Du kannst da nicht im Kreis laufen, so wie hier, wo du zwei Treppenhäuser hast. Das heißt, du kriegst auf jeden Fall kriegst du einen in die Fresse, wenn du überhaupt schaffst, an dem vorbeizurennen. Ne? Eigentlich müsstest du dann irgendwie im Raum rennen und ja, da einmal im Kreis rennen oder so. Es ist, also, ich glaube auch nicht, dass er jetzt schon wieder weg ist. Aber ich habe auch keine Lust mehr, hier rumzugammeln. Ey, als würde der echt nicht sowieso schon mega nerven. Ja, wahrscheinlich steht er jetzt direkt wieder vor uns. Aber dann kriegen wir einen Schlag ab und können wenigstens sofort wegrennen. Es ist so bescheuert, ehrlich. Bla, 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 bla. Da ist er wieder. Es ist doch nicht zu fassen, oder Leute? Es ist doch wirklich lächerlich. Was soll denn das? Jetzt muss ich wieder 3 Stunden hier im Hauptgebäude 1 rumlungern. Bis der da endlich mal aus dem Flur abgehauen ist. Ich gucke jetzt auf die Uhr. Ich bleib jetzt einfach hier, keine Ahnung, sag mal 3 Minuten sitzen. Dann sehen wir uns gleich wieder. Oh, so, 3 Minuten. Ja doch, 3, 3,5 Minuten oder so sind um. Da vorne läuft zwar gerade der andere, aber wir können uns ja schon mal so zur Tür schleichen. So, und wenn er jetzt immer noch auf dem Flur ist, dann spiele ich heute nicht mehr weiter.
Da habe ich echt keine Lust mehr. Es nervt einfach so. Und das Spiel, der Rest macht ja so viel Spaß, ne? Also Spaß im Sinne von, klar, ich muss hier gerade echt viel suchen, ne? Ich weiß gerade wieder überhaupt nicht weiter. Bedeutet aber, es ist halt nicht so einfach. Wenn er jetzt wieder direkt vor mir steht. Das ist ein Schülerheim, okay. So. Wir klappern jetzt noch mal die Räume ab. Kann natürlich sein, dass ich jetzt hier gleich auch wieder irgendwo einen Cut mache, weil ich nichts finde. Weil, keine Ahnung, ich habe schon alles durchsucht. Und ich versuche wirklich ordentlich zu gucken und nichts zu übersehen. Und alles hier, auch die ganzen bescheuerten Schubladen. Hallo? Ach komm schon, really? Jetzt hängt er schon wieder in diesem fucking Flur rum. Boah, Leute, ey. Es kann nicht wahr sein. Ich habe gerade wirklich. Und in den 3 Minuten willst du mir denn nicht erzählen, dass der eine ganze Runde gemacht hat auf allen 4 Etagen und deswegen jetzt hier wieder ankommt. Es ist das Spiel, es kommt mir so vor, als würde es extra so programmiert sein. Jedes Mal, wenn du in Hauptgebäude 2 gehst, musst du einfach einen in die Fresse kriegen, so nach dem Motto. Und jetzt macht der random wahrscheinlich einfach mal hier die Tür auf, ganz zufällig. Und strahlt mir direkt ins Gesicht, weil ich mich natürlich hier nirgendwo verstecken kann. Weil hinter dem Stuhl passe ich komischerweise nicht. Wo ich ein ganz schlanker Boy bin, aber passt irgendwie nicht. Ey, komm, Junge, echt. Wenn die Folge gleich hier ganz plötzlich zu Ende ist, dann liegt es daran, dass ich sofort auf Aufnahme beenden gedrückt habe und ich erst morgen wieder weiterspiele, ey. Boah. Es macht mich so fertig. Mit dem Verstecken, ja, finde ich gut, aber bitte lass mich doch mal gucken jetzt. Lass mich doch mal. Wüsste echt gerne, ob andere Spieler auch das Problem haben. Oder ob ich einfach so extrem schlecht die Räume inspiziere und deswegen zu viel übersehe und ich deswegen das Problem habe, dass ich tausendmal hin und her rennen muss und ich deswegen halt so mega abgenervt von dem Hausmeister bin. So, nächster Raum. Wenigstens hat er uns nicht zufällig gefunden. So, weil hier hatten wir. Genau, hier war gar nichts drin, ne? Hier konnten wir nichts anklicken, Schubladen etc. So, hier in der Schublade war der Griff. Hier war wieder gar nichts. Ich reagiert ja auch nicht, wenn man da drauf klickt. Kann auch tausendmal machen. So, hier zeigt er komischerweise schon an, dass eine Videokassette drin ist. Wir können es aber nicht aufmachen. Und ich habe keine Ahnung, was sie mit Gerät versperren möchte. Und warum können wir eigentlich hier immer alles so drehen? Können wir hier vielleicht irgendwo einen Hinweis darauf finden? Was für ein Gerät versperrt? Okay. Das Spiel ist so gemein. Muss das alles in einer Reihenfolge sein oder was? Okay, das scheint falsch zu sein. Wie ist das denn da? Hallo? 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 Mein Gott, ich kann es nicht erkennen. Moment. Aber da ist es auch alles in einer Reihenfolge. Aber die großen, ich sag mal, das sieht aus wie so eine Krake oder so, ne? Der Kopf der Krake guckt nach rechts. Na, ich wollte nicht mehr rausgehen. Ich wollte
Muss der dann nach links oder auch nach rechts gucken? Really? Really? Entschuldigt, wenn ich so ein bisschen genervt bin, aber ich hoffe, ihr versteht das ein bisschen. Ich meine, ihr habt ja nicht alles gesehen, weil ich viel rausgeschnitten habe. Aber du, guck mal, der war jetzt echt gerade von der Minute hier so. Ich bin jetzt gerade ein paar, vielleicht eine Minute in dem Raum hier und der kommt schon wieder hier in den Gang. Meine Videokassette, sie ist nicht beschriftet. Was? Kann ich mir das jetzt hier direkt angucken oder was? Hallo? Ah, okay. Ah, okay, da kriegen wir jetzt einen Hinweis. Worauf? Okay, da liegt ja irgendwas ab, ne? Aber welcher Raum ist das? Oh Gott. Wir haben doch alle so ein Regal. Alle so ein Regal. Fakultäts. Ach so, der sagt mir das. Der kommt jetzt hier rein, ey. Würde ich raste aus, ey. Ein Fakultätsbüro. Ach so, nebenan direkt. Ah, das ist ja praktisch. Gehe ich mal von aus, ne? Weil Fakultätsbüro 2 kommen wir ja noch nicht rein. Von davon aus, dass er 1 meint. Also direkt nebenan. Oh. Kurz, oh, und wir warten, warten, warten auf den Weltuntergang. Erstmal einen Kuchen. Oh, der ist schon weg. Wollte ich gerade einen Kuchen essen. Eigentlich sollte ich heute noch was Vernünftiges essen, statt Eis und Kuchen, aber da mich das Spiel ja hier völlig einnimmt. Auf das Stück Kuchen gefallen. Kennst du das, wenn du sowas zu essen da liegen hast und dann läuft dir schon so der Sabber im Mund zusammen? Jetzt hier wieder eine Scheiße. Ich hoffe, ich schneide das raus, ey. So. Also, ich hoffe, warte mal, wir machen die Tür mal zu. So. Ist das der Raum? Da steht auf jeden Fall ein Stuhl. Ja doch, das sieht dem schon sehr ähnlich. Okay. Ein Schlüssel. Okay, wir sollten den vielleicht noch nehmen. Wir kommen weiter. Dieser Schlüssel schließt das Büro in Hauptgewalt 2 auf. So. Kann es jetzt bitte einfach mal weitergehen, ohne dass ich jetzt 50.000 Mal schneiden muss? Das heißt, eine Etage höher. Schon wieder du hast, habe ich da noch. Ne. Pepsi habe ich noch. Aber nur aus der Flasche. Ich trinke bestimmt jetzt. Ich glaube, ich komme doch noch zu meinem Kuchen. Kommt der jetzt oder was? Da brauchen wir bisher noch eine zweite Linse. Höre ich wieder nichts. Jetzt mache ich die Tür auf und dann steht er wahrscheinlich direkt vor mir oder so. Er ist so nervig einfach. Weißt du, was wir jetzt mal machen? Wir speichern jetzt nochmal. So. Da seht ihr 4:36, wovon ich irgendwie, keine Ahnung, ja, anderthalb Stunden oder so nur bis jetzt gesucht habe. Achso, nee, das überschreiben wir nicht. Ne? Wir nehmen mal das hier.
scheint er nicht zu sein. Ich glaube, ein Raum weiter ist es noch, ne? Hier? Ich habe sie aufgeschlossen. Alles klar. Dann mach erstmal wieder zu. Da hinten blinkt direkt was. Was tickt hier so komisch? Eine Uhr oder was? Ah, Radio. Können wir das... Ja, nee, können wir nicht. Okay, warte. Machen wir kurz aus. Hier müssen wir... Hier sehen wir bestimmt gleich auch irgendwie den einen Geist, ne, von dem wir gelesen haben. Bericht zum Status der Schule. Titel: Unangemessene Gerüchte in der Schule. Ein neuer, rasant wachsender Trend auf dem Schulhof betrifft die Suche nach Schätzen. Doch handelt es sich hierbei um keine gewöhnliche Schatzsuche. Es geht um die CD des Musiklehrers, der letztes Jahr auf dem Schulgelände Selbstmord begangen hat. Den Gerüchten zufolge hat Herr Kim, der Musiklehrer, seine letzten Worte von dem Tod auf CD aufgenommen und dabei das Geheimnis der Schule enthüllt. Laut den Schülern werden hin und wieder von Herrn Kim hinterlassene Hinweise aufgespürt, die die Glaubwürdigkeit des Gerüchts steigern. Das Gerücht hat sich so weit entwickelt, dass es den Unterricht stört und einige Spieler sich sogar an Geldwetten diesbezüglich beteiligen. Wir bitten alle Klassenlehrer dieser Situation, besondere Aufmerksamkeit zu schenken. Quatsch, haben wir ja gerade reingeguckt. Wir machen das Radio noch nicht an, weil ich jetzt keinen Bock habe, mich zu erschrecken. Da ist so. Haben wir hier schon reingeguckt. Alles klar. Bla 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 bla. Herzchen. Oh, da ist auch was. Neues Fach. Neues Fach, fortgeschrittene Mathematik. Um die mathematischen Begabungen unserer Schüler weiter zu fördern, wird im Klassenzimmer 7 der 11. Klasse das neue Fach fortgeschrittene Mathematik unterrichtet. Schüler mit besonderen mathematischen Leistungen erhalten von nun an in der 5. Stunde ihren Niveau entsprechend Mathematikunterricht. Wir bitten alle Klassenlehrer, ihre Klassen darüber in Kenntnis zu setzen und bis zur nächsten Woche eine Liste von den Kandidaten einzureichen. Das ist alles. Und das ist schön. Ich war auch im E-Kurs damals. Aber mein Mathelehrer hatte nicht den Eindruck, als würde ich dahin gehören, hat mich immer geärgert. Ich hatte immer das Gefühl, ich hätte den Eindruck, dass ich war irgendwie jede zweite Stunde dran, so mit Formeln aufsagen und so. Irgendwie mochte der mich nicht. Oder heute denke ich auch manchmal, der wollte einfach nur das Beste für mich. Hat mich deswegen so oft drangenommen. Weil er wusste, eigentlich kann sie das, sie ist nur faul. Wollte mich damit irgendwie so ein bisschen triezen und anspornen, aber ja, das hat nicht so geklappt. Diese Schubladen hier sind auch so unnötig einfach. Und so, in so einem Fach haben wir noch nie was gefunden. Über die Schreibmaschine benutzen? Okay, jetzt haben wir schon drei Stecknadeln. Können wir von hier aus da rein? Ah, okay. Hier ist natürlich auch Sackgasse, klar. Und wir hören direkt wieder den Hausmeister. Was? Schreibmaschinentaste E. Eine alte Taste, die von einer Schreibmaschine abgefallen zu sein scheint. Okay. War ja doch die erste Eingebung, dass wir irgendwas mit dem Rohrschlüssel. Dieser Schlüssel. Yeah, sehr nice. Notiz aus dem Aufenthaltsraum der Fakultät. Beseitigen Sie die defekte Stereoanlage im Musikmaterialraum. Das Gerücht, sie würde gelegentlich von selbst beginnen, Musik zu spielen, verursacht noch mehr Unruhe unter den bereits verunsicherten Schülern.
Die Schüler wollen nicht einmal den Musikraum betreten. Da sie Jiwon Kim gehörte, der letztes Jahr Selbstmord begangen hat, sollte sie zu seinen restlichen persönlichen Gegenständen ins Fundbüro gebracht werden. Das fände ich natürlich jetzt nicht so lustig, wenn das Ding angeht, während wir da drin sind und der Hausmeister hier rumspukt. So wie jetzt gerade. Okay, wir müssen wieder ein bisschen warten. Jetzt geht's wenigstens gerade ein bisschen vorwärts, ne? Ich höre zwar jetzt den Schlüssel nicht mehr, aber warten nochmal einen Moment. Kann ich jetzt wenigstens mal ein Part hier am Stück lassen? Ich finde das auch so zum Zuschauen, finde ich das halt immer so komisch, ne, wenn man so viel geschnitten hat. So, wir haben jetzt gefunden. Ach, da Labor, ne? Da müssen wir hin. Eine Etage höher. Dafür haben wir jetzt den Schlüssel gefunden. Ja, der läuft hier gerade auf dem Flur rum. Das ist keine gute Idee, aber wir können eigentlich hier in dem Raum bleiben. Hier sind wir wenigstens nicht in der Sackgasse. Und egal, durch welche Tür er reinkommt, können wir dann wenigstens vor ihm wegrennen. Kriegen dann eventuell keine Popohaue. Er scheint irgendwo da hinten schon rumzulungern. Jetzt habe ich die ganze Zeit dieses aufgerissene Stück mit dem Kuchen hier drin. Oh, die Tür ist hier noch auf. Ich glaube, der kommt jetzt gerade hier hin. Und der guckt jetzt hier rein. Ich hab das so im Gefühl, habe ich statt. Oh Gott, hoffentlich schneide ich das raus. Oh Gott. Bin gerade, mittlerweile habe ich halt so viel aufgenommen, dass ich manchmal nicht mehr so drüber nachdenke, dass ihr euch das ja anguckt. Was ich hier so mache. Und mache dann das, was ich halt so tue, wenn ich für mich alleine spiele. Das ist dann halt so, sowas halt. Weiß man wieder nicht, ist er oben, ist er unten. Man hört zwar klappern, aber... Ja, wir crouchen uns halt einfach vor. Hab auf. Ich hätte jetzt da hinten die Taschenlampe von ihm gesehen. Oh, nee, ich wollte eigentlich aufstehen. Nein. Ah, sie juckt. Nein. Hä? Muss das nicht der Raum da sein? Hä, wir haben noch Laborschlüssel. Oder vertue ich mich jetzt? Schlüssel, Laborschlüssel. Hauptgebäude 2. Doch der Raum hier. Muss ich den hier aufschließen? Oder was ist das hier? Ach so, alles klar. Oh.
Gott, Entschuldigung. Alter. Dreckspuppe. Die steht bestimmt jetzt nicht mehr unten, ne? Ich mach auf jeden Fall das Licht an. Vergiss es. Vergiss es. Wenn du mich erschreckst jetzt, ne? Boah, ich hab grad... Ich krieg direkt schon wieder... Oh. Meine Hände, ey. Ich muss direkt wieder an Stay Close denken. Wo diese Scheißpuppe sich bewegt. Wenn du sie nicht anguckst. Kann ich jetzt hier das aufmachen? Okay, das ist schon mal gut. Wegen Hausmeister und so. Ich weiß, das große Licht jetzt anzulassen ist wirklich sehr unclever. Aber ich habe gerade echt mega Angst vor diesem Ding da. Diesem Ding da. Ist hier gar nichts im Labor? Hier blinkt nichts oder so. Was klopft denn hier? Das Spiel ist echt gut, ey. Okay, wir machen mal hier zu, falls der Hausmeister kommt. So. Können wir hier auch noch irgendwas einsammeln? Ah. Was zu lesen. Zeitungsausschnitt. Unfallbericht vom 16. März 1900 irgendwas. Am 15. März gegen 21.50 Uhr brach ein Feuer im Klassenzimmer für Hauswirtschaftslehre der Yeondo High School in Seoul aus, das zum Tod einer Schülerin führte. Das Feuer verursachte einen Schaden von mehreren hundert Dollar, der strukturelle Schaden blieb jedoch gering. Das Feuer wurde binnen Minuten gelöscht. Der Unfall ereignete sich kurz nach dem Ende der Nachtkurse, sodass sich kaum mehr Schüler im Gebäude befanden. Wollen sogar zu, dass sie sowas haben wie Nachtkurse, ey. Die Schülerin starb, während sie auf ihre Mutter wartete. Sie litt unter Asthma und die Polizei glaubt, dass ein vom Feuer ausgelöster Asthmaanfall die Todesursache war. Der Vorfall wird weiter untersucht, um die genaue Todesursache zu ermitteln. Ja, das ist nicht gerade zuträglich, wenn du Asthma hast und dann den ganzen Rauch, da bist du auf jeden Fall schneller down als wahrscheinlich jemand mit einer normalen Lunge. Da ist nichts mehr mit wegrennen. So, können wir hier noch irgendwas auf? Hat's ja echt nur das Dokument? Ah, ich wollte gerade sagen. Wie viele Gewichte haben wir eigentlich? Eins, zwei, drei haben wir bis jetzt gefunden. Bin mal gespannt, wann wir das einsetzen können. Wir haben ja bis jetzt noch keine Waage gefunden. Hauptsache, ich habe das Feuer an, während das große Licht an ist. Auch voll unnötig eigentlich. So, alles schön abklappern. Schön abklappern. Nichts. Okay, das Dokument, das Gewicht. Raus wieder. Und hier in dem Raum ist gar nichts. Der immer auf dem Gang oder der Etage rumlungert, wo ich bin, ey. Hallo! Aua! Wie der mich auch immer erwischt, der Wichser, ey. Der ist einfach so schnell, der alte Mann. Das ist unfassbar. Ich würde den so gern verprügeln. Ich würde ihn so, so gerne verprügeln. Okay. Ich höre jetzt für heute sowieso auf. Ich gehe jetzt gleich nur noch einmal speichern. Auch wenn wir ja eigentlich Filzstifte sparen müssen. Aber ich habe jetzt auch echt... ich brauche heute eine Pause. Also ich habe jetzt für morgen eine Folge, dann kann ich entweder morgen oder sogar übermorgen erst aufnehmen. Übermorgen ist ja auch schon Freitag. Da kann ich auch noch länger aufnehmen. Samstag habe ich frei, muss ich nicht so früh aufstehen.
Vielleicht mache ich auch Freitagabend wieder einen Livestream. Und ihr müsst das alles miterleben. Weil da nichts mit Schneiden ist. So. Müsst ihr mit mir leiden. Hier in der Ecke hocken, 5 Stunden lang. Mann. Exau. Eckige, du. Ich höre ihn immer noch. Geh mal lieber wieder rein. Und warte noch kurz, speichere ab und dann sehen wir uns bei der nächsten Folge. Bis dann.